So, hallo Leute! Wir haben hier jetzt den Zementmischer. Den hatte ich euch auch gezeigt in meinem Einkaufsvideo. Habe ich gekauft bei Klemm Shop. Link packe ich euch unten rein. Hat unheimlich viele Sachen von Zinkbau. Preise finde ich vollkommen okay. Dafür, dass man das in Deutschland kriegt, ganz schnell geliefert bekommt. Bisher keine Probleme gehabt. Und den Zementmischer hatten ein paar genannt, dass der sie interessieren würde. Deswegen dachte ich, mache ich den mal zuerst, weil ich finde ihn auch ziemlich geil. Und ich bin echt mal gespannt, wie groß er zum Schluss ist, was es taucht, wie gut die Stabilität ist und sowas. Zwei Minifiguren. Nochmal der kurze Hinweis. Wenn ihr beim Klemm Shop den Zementmischer bestellt, sind jetzt die Minifiguren nicht mehr dabei, auch wenn ich sie gleich zeigen kann. Weil ihr habt das bestimmt schon vom Lubrix mitgekriegt und von anderen Shops. Es gibt immer wieder Probleme mit den Figuren und er möchte einfach sicher gehen, dass er keine Probleme kriegt und erstmal abwarten, was jetzt wirklich passiert. Deswegen sind sie jetzt aktuell, wenn ihr ab heute bestellt, nicht dabei. Nur so als Hinweis für euch. Gut, gucken wir uns den Karton einmal an. Oben haben wir einen Tragegriff, extra Plastik. Hier an der Seite haben wir die Figuren, wie sie aussehen. Die Rückseite ist eigentlich das Interessante. Wir haben hier ein Cockpit-Details, wow, mit Lenkrad und so weiter und so fort. Driving can steer the tank. Irgendwie ein Mechanismus, vielleicht dreht sich das Ding auch alleine, wenn ich fahre, werden wir sehen. Diversion through steering. Ach, hier, wir können hier dieses Ding, wo der Zement dann rausfließt, hin und her bewegen. Wir können das Dach von der Fahrerkabine öffnen und die Tür und wir können die Vorderräder bewegen. Aber ich denke mal, die können wir einfach nur bewegen. Ich sehe hier oben keine Steuerung, aber auch das werden wir sehen. Ich packe jetzt einmal aus. Müssen wir mal gucken. Hier an der Seite machen wir mal auf. Jetzt stoße ich da fast gegen die Kamera hier. So. Und haben dann geöffnet. Da ist bestimmt wieder ein Karton, Karton. Das macht Tsingbao leider sehr gerne. Ja, habe ich mir doch gedacht. Ja, ich finde es nicht gut, aber es ist mir so. Ziehen wir das mal raus. So, der Karton kommt weg. Okay. Ich stelle ihn schräg. Ich stelle die Kamera etwas höher. Und dann könnt ihr nämlich auch mehr sehen. Ja, wo ist denn die Anleitung? Da. Ich hole mal alles raus. Wir haben hier ja, vier Typen. 6, 8, 10, 11 oder nein, wir gehen gleich in den einzelnen Bauabschnitten nochmal auf die Tüten ein. Wir haben hier Waffen, damit sie den Zement verteidigen können. dreimal Waffen. Uiuiui, Zement ist aber auch ein Gut, das muss bewacht werden, wie nichts Gutes. So, jetzt habe ich noch mal eben den Karton in die Kamera geschlagen. Nicht gut. Jetzt gucken wir uns noch mal die Anleitung an. Ah, hier ist wieder eine extra Seite irgendwie dazwischen. Müssen wir mal gucken. Hat sich wohl irgendwas geändert? Ich erkenne auf den ersten Blick jetzt nichts. Vielleicht ist es auch die Rückseite. Schauen wir da noch mal. Ach so, 2,6. Ich weiß nicht. Seht ihr da einen Unterschied? Gleiche Teile, gleiche Zusammensetzung, keine Ahnung. Gut, die Tüten von 1 bauen wir die Fahrerkabine und ich verteile einmal jetzt erstmal die Tüten von Schritt 1. Wir haben hier insgesamt, das muss ich ja nochmal sagen, 70 Seiten mit 3,21, also drei Bauabschnitte. Auf der Rückseite andere Modelle, die ich ja auch alle habe. Und dann verteile ich jetzt die Tüten von Schritt 1 und melde mich gleich wieder. So, wir hatten vier Tüten in Schritt 1, Bauabschnitt 1 und haben jetzt bis Schritt 5 gebaut. Und da beschäftigen wir uns jetzt rein mit Technik. Hier unten haben wir ein bewegliches Teil, aber ziemlich schwergängig, sage ich mal so. Aber das könnte natürlich die Achse werden. Ist auch besser, als wenn die immer so hin und her labbern, finde ich, die Sachen. Und ja, so sieht das jetzt aus. Fünf Schritte, viel ist noch nicht passiert. Also alles noch sehr klein. Jetzt sind auch die Technikteile größtenteils weg. Jetzt haben wir nur noch normale Klemmbausteine. Ja, hier sind die Scheiben. Ja, die sind recht gut erhalten, muss ich sagen.
so ein Schleier drauf hier. Das ist das Einzige, man keine Schrammen, sondern so ein Schleier vom Gießen. Die hat die hier nicht. Ja. Okay. Dann würde ich jetzt weitermachen mit Schritt 6. Bis gleich. So, wir hatten ja das Teil hier. Da haben wir noch, ja, die haben wir noch zwei Steine an beide Seiten gebaut. Und dann haben wir das jetzt angebaut. Ja, aus vielen kleinen Teilen. Dann diese Schrägdinger ran und hier vorne sowas wie eine Stoßstange mit Lampen und Kühlergrill, würde ich jetzt mal sagen. Und das kommt jetzt im Grunde genommen hier an diese beiden Steine ran. Einmal da und einmal da. Und dann sieht das schon mal so aus. Ja, ziemlich cool. Lässt sich auch wieder gut bauen. Und dann mache ich jetzt mit Schritt 1.9 weiter. Mit Schritt 1.9 weiter, das war Schritt 1.8. Wir hatten diverse 7er Schritte als Unterschritte von, glaube ich, bis 1.7.6 oder 7.7. Und deswegen jetzt 1.9. Bis 1.11 haben wir gebaut und wir haben hier vorne weitergebaut. Und das ist eine bedruckte Fliese. Hier noch zwei Lampen dran. Das von oben rangesetzt. So sieht es von unten aus. Dann haben wir dieses Teil hier hinten zusammengebaut. Das hier. Und das sollten wir jetzt erstmal nur hier raufschieben. Ist bis jetzt noch nicht fest. Und so sieht es jetzt in 1.11 aus zurzeit. Jetzt machen wir mit 1.12 weiter. Da bauen wir wieder irgendwie erstmal irgendwie, ja, ich denke mal irgendwas, was das alles verbindet miteinander. Und da gucken wir dann mal hier, wenn ich euch das mal zeigen soll. So sieht das aus, was wir da jetzt zusammenbauen. Also bin ich mal gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Aber das kommt dann wirklich da oben drauf, genau. Und da kommt dann die Führerkabine drauf. Also das ist sozusagen der Unterboden der Führerkabine dann. Okay, bis gleich. Bis Schritt 14 haben wir gebaut. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier einmal diesen Unterbau untergebracht. Und hier hinten schon mal eine Rückwand der Führerkabine. Man muss immer ein bisschen gucken, wo man drückt, weil noch ist immer nicht alles hundertprozentig fest und dann muss man das von unten ein bisschen stabilisieren. Jetzt haben wir das hier mit dem ganzen Teil hier alles verbunden, so dass das, was wir darauf geschoben hatten, auch fest ist. Und so sieht das eben von hinten aus. Da kann man noch mal ein bisschen drücken und dann, ja, würde ich mal sagen, sind wir durch, ne, mit der Sache. Jetzt frage ich gerade, die Fenster sind, glaube ich, falsch rum, ja. Die müssen andersrum. Drehe ich gleich nochmal. Und dann sehen wir uns in Schritt oder ab Schritt 15 wieder. Bis gleich. Schritt 19 ist erreicht und ja, ein bisschen vorangekommen ist es wieder. Wir haben hier vorne mit diesen schwarzen Mauersteinen, mit den Linien nach unten was gebaut. Hier haben wir noch einen rüber gebaut. Das ist übrigens eine kleine Brücke. Kein 1x4er, sondern einer mit so einem hier mit so einem Bogen drin. Und dann haben wir hier die beiden Auspuffs angebracht, hier reingeschoben in die Löcher, die wir hatten. Hier jeweils auch nochmal gelb, diese Steine mit den Linien drauf und jeweils so ein hohles Teil. Und zwei Türen haben wir angebracht, also es entwickelt sich die Fahrerkabine. Ich bin gespannt, wie es zum Schluss aussieht. Das Orange gefällt mir sehr gut mit dem Schwarz in Verbindung, also sieht bisher ziemlich cool aus, muss ich sagen. Machen wir weiter. Bis gleich. Bis 3.23 haben wir gebaut und wir haben jetzt hier das Armaturenbrett angebracht mit einem Lenkrad in Braun. Dies, das nicht bedruckt, hätte man auch machen können. Zwei Stühle sind jetzt drin oder zwei Sitze, sagen wir mal so. Dann haben wir hier vorne diese Leitern genommen für den Kühlergrill. Hier oben nochmal diese mit der Reling dran. Und dann haben wir hier schon so eine Ecke eingesetzt, wo dann hier der Außenspiegel ankommt. So sieht das Ding aus. Nochmal spiegelverkehrt. Das kommt dann auf diese eine Nuppe drauf. Und dann drücke ich mal. Und das ist ziemlich fest, wie ihr seht. Also Klemmkraft super. Und damit haben wir jetzt den Teil hier, würde ich mal sagen, fertig. Jetzt müssen wir noch zumachen. Außenspiegel dran, Dach drauf. Und dann ist die Fahrerkabine fertig. So, und Bauabschnitt 1 ist fertig. Die Fahrerkabine, ja, ist durch. Also ich muss sagen, ich finde, die ist ziemlich gut gelungen. Also mir gefällt sie gut. Scheiben, alles super. Ja, bis auf dieses leicht verschwommene. Aber es sieht auch echt aus wie so eine Fahrerkabine. Und sie ist eben alleine. Ne? Das kann man bei echten Lastwagen ja auch machen, dass man die abnimmt. Hier kann man jetzt aufklappen, um reinzukommen. Die beiden Außenspiegel. Also mir gefällt sie. Ich bin echt begeistert. Ja.
Gut, dann habe ich 5 Tüten gehabt in Bauabschnitt 2. Da haben wir jetzt einmal hier die Zementmischerteile, alle schön bedruckt. Und viele kleine Teile. Ich habe eine Tüte aufgeteilt, weil da waren die waren zusammen hier. Dann mache ich jetzt weiter mit Schritt 2, 1. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt aussieht. Da bauen wir übrigens den Hinterteil. Okay, bis gleich. Bis 2, 5 haben wir gebaut. Und wieder komplett aus Technikteilen haben wir angefangen, das hier zusammenzubauen. Das ist hier irgendwie alles beweglich. Das können wir drehen. Und das hier ist starr. Ja, so sieht es jetzt aus. Und dann mal gucken, wie sich das alles weiter zusammensetzt. Macht auf jeden Fall Spaß. Klemmkraft ist super. Funktioniert alles bis jetzt perfekt. Ich kann auf jeden Fall nicht meckern und bin bisher begeistert. Ich hoffe, das zieht sich so weiter so durch. Weil von den Farben her und sowas kann ich mir vorstellen, dass das zum Schluss richtig gut aussieht. Weiter geht's. Bis Schritt 2, 8 haben wir gebaut und jetzt haben wir viele Teile verbunden und wir haben die Zahnräder jetzt alle verbunden, wie ihr seht. Wenn ich hier drehe, dann dreht sich das alles mit. Wieder sehr stabil. Jetzt bewegt sich hier auch nichts mehr. Und dieses hier, das ist noch beweglich. Und so steht das jetzt hier. Gut. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht mit Schritt 2, 9. Bisher auch wieder nur Technikteile. Sozusagen drin hat das Ding Technik, außen hat es Klemmbausteine, würde ich mal so sagen. Kann man, ja, finde ich gar nicht so schlecht, weil dann sieht es von außen einfach besser aus. Ich bin kein Technik-Fan, ich mag es einfach nicht so gern, wenn von draußen alles irgendwo so offen ist. Und das ermöglicht das natürlich, wenn man draußen um Klemmbausteine baut, dass es dann nicht mehr so offen ist. Mal sehen, wie es zum Schluss aussieht. Bis 2012 haben wir gebaut. Wir haben jetzt hier hinten noch rötlich angebracht. Jetzt sehe ich gerade, ich habe es falsch gemacht. Ach Mann, ey. Ich bin manchmal auch ein Blindfisch, ne? Erinnere ich gleich, dass der rote innen ist. Und ja, dann hier so ein angedeutetes Stoßstange-Kennzeichen. Und dann haben wir in den letzten Schritten das hier zusammengebaut. Da ist hier so ein bewegliches Teil. Und ja, so sieht es aus. Auch hier schon normale Klemmbausteine zwischengemischt. Funktionalität kann ich euch noch nicht sagen. Das kommt noch. Okay, jetzt bauen wir das nächste Teil, was dann hier wieder rangebaut wird. Ja, das ist ja bei Technik oft so, dass man immer denkt, so, was baue ich da gerade? Und dann kommt einmal der Moment, wo man alles zusammensteckt. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Bis 2015 haben wir gebaut und jetzt haben wir alles, was wir irgendwie hatten, miteinander verbunden, wie ihr seht. Ja, so sieht das jetzt hier hinten aus. Ich würde ja fast denken, das ist dieses Beton. Hier wird die angehängt, die Mischtrommel, und dann ist hier der Ausguss dran. So wäre das irgendwie meine Vermutung. Und das haben wir jetzt einseitig alles befestigt. Und jetzt denke ich mal, werden wir das von der anderen Seite nochmal genauso sichern mit den gleichen Sachen. Und dann kommt erstmal die Trommel dran. Also ich muss immer sagen, ich muss immer ein bisschen nachdenken bei Technik. Ich habe das auch öfter so, dass ich dann wieder was abziehe. Ich denke so, nein, so, jetzt passt das nicht. Dann muss ich das woanders machen. Ja, ja, das hier können wir nämlich auch klappen, wie ihr seht. Genau, dann mache ich jetzt mal weiter und mal schauen, wie es gleich aussieht. So, Schritt 2, 21. Das fertig. Wir haben jetzt auch die andere Seite befestigt, das ist jetzt bombenfest hier, und haben dann hier diese beiden Dinger, die sind im Moment noch beweglich, wie ihr seht, auf jeder Seite, so wie Schutzbleche, würde ich jetzt denken, angebracht. Und ja, also es geht voran. Langsam werden die Steine auch ein bisschen leerer aus Schritt 2. Und jetzt mache ich weiter mit Schritt 2, 22. Und jetzt fangen wir so langsam ein bisschen an zu verkleiden, glaube ich. Machen wir weiter. Ich bin gespannt. So, ich bin jetzt in Schritt 225. Habe hier jetzt das mit dem Ding befestigt, dass hier nichts mehr bewegt. Hier noch ein bisschen drüber gebaut. Aber das muss ich euch jetzt einmal zeigen. Das fand ich total witzig. Wir haben hier so einen Brick Modified. So ein mit zwei Dingern dran. Den stecken wir hier in den hinten rein. Dann haben wir noch einen zweiten. Den stecken wir hier drauf. So,
Dann haben wir so ein Konstrukt hier. Und jetzt haben wir hier zwei Gasflaschen in Silber und ja, diese kleinen Noppen, diese runden Noppen mit dem Auswuchs oben drauf. Und jetzt machen wir das im Grunde genommen so, dass wir hier die Gasflasche draufpacken, die Taucherflasche, und hier diese Noppe reinschieben. Da. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. So. Und schieben das hier rein. Und dann haben wir hier so ein Ding, was jetzt hier drauf kommt. Und das ist dann irgendwie, ja, wie so ein Maschinenteil oder so ein Kühlteil für den Beton oder sowas. Das finde ich ganz witzig gemacht. Habe ich so noch nicht gesehen. Wollte ich euch einmal zeigen. Weiter geht's. So, und Bauabschnitt 2 ist fertig. Ja, so sieht das Ding jetzt aus. Es ist noch nicht verbunden, wie ihr seht. Wir haben eben das hier zusammengebaut. Den großen Zahnrad hier. Und das wird jetzt hier einfach nur locker draufgeschoben. Hier auf das Zahnrad aufgelegt. Und dann, denke ich mal, hinterher ist alles befestigt. Im Moment würde es noch rausrutschen. Kann ich also noch nicht so viel zu machen. So. Das muss jetzt Bauabschnitt 3 dann eben im Grunde genommen alles zusammenbringen. Und ich hoffe, dass es dann auch gut hält. Ja, ich hole die Tüten für Bauabschnitt 3, der letzte, verteile sie einmal und dann stellen wir das Fahrzeug zusammen fertig. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Bis gleich. So, tut mir leid, dass ich erst bei 3.10 eine Unterbrechung gemacht habe, aber ich musste hier, konnte das irgendwie schlecht abbrechen. Also wir haben hier hinten, haben wir erstmal so einen Zaun rumgebaut und dieses Teil hier mit Aufdrucken hier und hier. Dieses Teil gefällt mir überhaupt nicht, also das war echt blöd zusammenzustecken. Dann haben wir hier das hier angebaut. Kann man auch eine Höhe verstellen und so. Und dann haben wir angefangen, die beiden hier zusammenzustecken. Also hier, es ist noch ein bisschen wackelig, finde ich, aber es hält schon. Und da musste ich jetzt einfach irgendwie alles erstmal fertig machen auf einer Seite, weil sonst wäre mir das alles immer wieder auseinandergefallen. Weil da musste erstmal dieses Ding rüber, dann das Gelbe, dann mussten wir hier noch eine Stange durchstecken, die jetzt hier auf der anderen Seite rausgekommen ist, um dann für das Gegenstück da zu sein. Und da konnte ich einfach nicht unterbrechen. Und deswegen erst bei 3.10 die Unterbrechung. Jetzt bauen wir hier noch ein bisschen Verkleidung dran. Und dann denke ich mal, kommt die andere Seite dran. Und dann hoffe ich mal, er ist zum Schluss stabil. Ja, machen wir weiter. Und er ist fertig. Ich habe jetzt einfach durchgebaut, weil auch auf der anderen Seite muss ich auch alles befestigen. Und da muss man einfach dranbleiben, sonst fällt das auseinander. Ja, jetzt ist er stabil. Ich kann ihn hier vorne am Führerhaus hochheben. Wie ihr seht, da wackelt nichts. Und wir haben hier jetzt noch Verkleidung rangebaut, so eine Art Mini-Tanks. Und auf der Seite haben wir auch nochmal Verkleidung rangebaut, so. Irgendwie, ja, so, keine Ahnung, was das dann genau sein soll. Okay, wenn wir ihn jetzt fahren lassen, dann dreht sich der. Also es läuft ein bisschen stotternd, sag ich mal, und schleift. Ja, also eben hat es besser funktioniert, als ich die Kamera noch nicht anhatte. Also das ist, steuert diese Reifen hier in der Mitte. Wie ihr seht, ja gut, jetzt dreht er schon. Also wenn ihr fahrt, dreht er. Aber er schleift hier an diesen Teilen. Weil der hier nicht so richtig zusammen ist, wie ihr seht. Na, also guckt, seht ihr, weil der ist immer nur auf einer Seite verbunden, weil da haben sie jetzt keine Steine genommen mit Noppen auf zwei Seiten, sondern hier ist getrennt und hier ist dann wieder getrennt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ansonsten gefällt er mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also ich habe noch keinen Zementmischer gehabt. Die Größe ist auch ziemlich gut. Rad rausgerissen. Die hier vorne könnte man steuern, aber bringt natürlich jetzt nichts. Das können wir machen, wenn man jetzt ihn hinstellen will und sagen soll, die Räder wollen eingeschlagen sein, aber das sieht man auch kaum. Gut, die beiden Figuren, wo wir drüber gesprochen haben, dass die jetzt erstmal nicht mehr drin sind beim Klemmshop. Wenn ihr irgendwo anders jemanden findet, der noch hier drin hat, ja gut, aber er jetzt erstmal nicht mehr.
Sind die beiden hier, einmal mit Brille auf, einmal mit Vollbart, sonst sehen sie gleich aus. Und ich sage euch mal so, Figuren zusammenbasteln von Xing Bao, gerade die Hände in die Arme stecken und so, das geht auf die Finger, ne? Also auf die Fingerspitzen, weil die müsst ihr eben zusammenstecken. Die sollen jetzt hier vorne drin sitzen. Ich würde jetzt einmal kurz unterbrechen, versuchen die beiden reinzusetzen und dann melde ich mich gleich nochmal wieder mit dem Ergebnis. Achso, eine Sache noch, das ist übrig, hier sind diese ganzen Waffen, weil wir ja für hinten, für diese Umzäunung hier hinten, drei von diesen Waffen gebraucht haben. Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, und sie passen rein, das ist ja das, was wir haben wollen. Wie ihr seht, könnt ihr sehen, beide sitzen drin. Ich mache mal hier einmal die Tür auf und oben das Dach. Und dann könnt ihr sehen, habe ich sie beide reingekriegt, die haben beide Platz. Gar kein Problem. Sogar ich mit meinen dicken Fingern mit da reingekommen. Jemand, der dünnere Finger hat, wird das bestimmt noch einfacher schaffen. Ja, das ist das erste Baufahrzeug. Sehr viel Technikanteil, gerade hier im Unterbau. Obendrauf dann normale Steine mit Funktion, dass sich das Ding dreht. Ich kann die Figuren reinsetzen. Ich kann hier hinten dieses Teil steuern, ne, um den Zement abzuladen. Kommt natürlich leider keiner raus. Und das war's. Fünf weitere gibt es noch davon. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sagt mir mal eure Meinung. Was haltet ihr von ihm? Was würdet ihr vielleicht etwas verbessern wollen? Zum Beispiel, dass das hier auseinander geht. Andere Lösung her muss dafür. Irgendwelche Kubisteine, die auf beiden Seiten Noppen haben. Genau. Schreibt mir doch mal einen Kommentar, was ihr dazu meint. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Auf jeden Fall immer gerne, gerne, gerne. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich wahnsinnig über ein Abo freuen, dass wir irgendwann die 1000 erreichen zusammen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt und zugeguckt habt. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss!